Moin, am Donnerstag um 7:11 Uhr. Ich war um 4 Uhr schon mal hoch, aber das war mir zu früh. Da habe ich mich aber wieder hingelegt und jetzt geht die Sonne auf. Heute sind hier irgendwie Regenschauer angesagt. Temperatur 18 Grad. Ja. Und ich muss erstmal, glaube ich, wach werden. Hund und Hausvater sind ausgeflogen. Keiner da. Haben uns jetzt hier in der Sonne das breit gemacht. Hier ist ja nichts, der ganze Platz ist ja leer. Jetzt gibt es gleich erstmal ein Tässchen Kaff. Tabletten sind eingenommen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es mal von hinten so einen Hotspot kriegt. Es muss sich trocken halten. Das hatte sich vor Jahren mal hinten auf den Rücken. Eine tierisch große Stelle war das. Gestern hieß das noch Regen. Hat sich erledigt, sagt Sven. Herrlich. Hat nach kalte Füße, da hat mit Sven seine handgestrickten Socken gegeben. Und die sind so temperaturausgleichend. Ich mag die gar nicht ausziehen. Leute, strickt und kauft euch handgestrickte Socken. Es gibt nichts Schöneres. Na, dann braucht man sich auch nicht fragen, warum die Hunde, wenn wir nach Hause kommen, wieder so lethargisch sind. Zu Hause hast du so deinen Alltagstrott und so. Die Hunde liegen dann irgendwo in der Ecke oder auf dem Sofa oder sie können zwar auch in den Garten und so, aber sie sind eben halt Rudeltiere, ne? Wenn wir nicht in den Garten gehen, sind die auch nicht im Garten. Oha, wo ist die? Ja, so schön. Das kommt schon im Moment, jetziger Zeitpunkt, schon an das Perfekte ran. Ne? Mit dem Strom kommen wir, glaube ich tippe mal ein, zwei Tage so freistehend hin. Machen wir nur, brauchen wir nur Handys laden. Wir sind ja dann auch so kaputt. Wir gehen ja dann ins Bett, wenn es noch hell ist. Da brauchen wir nichts. An Licht und so. Ja, das Einzige ist ein rauschendes Wasser vielleicht noch. Aber das wäre dann hi. Ne? Höchste Ebene. Aber so. Alleine. Wunderbar. Astrein. Draußen um 7:30 Uhr, in der Sonne. Wunderbar. So, hier mein Fortschritt von dem Islandpulli, den ich für Sven stricke, aus echter Novita Islandwolle natürlich. Sie ist weich, wenn man Islandwolle mag. Sie ist weicher. Nee, weicher nicht. Wie Istex-Garn kann man es ungefähr vergleichen. Das hier ist ein Ärmel und ein Bündchen. Dann habe ich hier das Rumpfteil. Das sind 212 Maschen. Das ist nämlich die Größe XXL, also das Größte, damit man da auch noch ein Sweatshirt oder so unterziehen kann. Ja. Und den zweiten Arm, also ich stricke ja immer gerne so. Nicht, dass ich jetzt nur den Körper fertig habe, sondern auch gleich dann, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und das hier ist der zweite Arm. Leicht knittrig, aber egal. Ja. Und aussehen soll er dann, Abbildung oder ähnlich. Ich hole mal eben die Anleitung. Das ist eine kostenlose Anleitung, die habe ich von, wie heißen die? Woll,
Ja, ich komme gleich drauf. Ich bin nur gerade hier an meinem Strickkorb am Rumsuchen. Ist er das? Das ist er. Das ist die Wolle Novita und der Pulli heißt Veljeste. Hier ist der Strickschart und hier habe ich mir aufgeschrieben, wie ich anfange, und der ist wirklich easy zu stricken. Und ich liebe Island-Pullis. Wenn man mal bedenkt, dass ein handgestrickter Island-Pulli, wenn man mal in Google eingibt, ne? Hand-knitted Icelandic threader oder Island-Pulli, da zahlst du mal eben locker zwischen 250 für einen schlichten und 279. So, das ist schon ein Kurs. Handarbeit, ne? Und ich liebe diese Island-Wolle. Egal, ob das jetzt von Eastex ist, Plöttloppi, Loppi, Einband, Zweiband, Alphalos, Loppi und jetzt neu eben halt, für mich neu, die Novita. Da liebe ich ja auch die Mumin-Wolle. Die ist noch nicht gekommen. Ich habe mir einmal Mumin-Papaya bestellt und Snork Maiden, Snork Fräulein. Aber ich muss ja auch erstmal, also ich werde jetzt hier erstmal Gas geben am Islandswetter. Und meins stricke ich so zwischendurch dann immer mal. Halleluja, ist das schön. Voll die coolen Wolken. Geh Kaki machen, Muffin. Los! Kaki! Kaki, Kaki, go! Ich ab. Ich ab. Hier ist ein kleiner Stau. Kommst du her? Wie so ein kleines Biotop so. Nett, Sven? Ja. Es rauscht da so runter. Hier vorne, nee, hier vorne ist ganz flach, Sven. Das ist da so ein Becken, das geht da runter. Das ist wie so ein Biotop hier. Aber perfekt. Ist ja schon ein Gesteck. Hast gleich die Hummeln mitgebracht, ne? Ja. Schönen Strauß hast du gepflückt, Sven. Hier. Mal sehen, wie wir heute noch so zu Besuch kriegen. Familie Hummel. Good old Swedish man, alter Schwede. Das war mal ein Regenschauer. Um 13.30 Uhr fing das an. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir rein. Sven war hier, hat sich hier mit seinem Lebkuchenkissen das gemütlich gemacht. Die Hunde neben ihm. Und ich habe gesagt, ich gehe oben in eine Kombüse, wollte ich gerade sagen, in die Kajüte. Und ja, da haben wir dann so rumgenuschelt. Ich habe gehustet und rumgeschnupft und so. Und mit einmal hören wir, ich sage, da kommt ein Wohnmobil. Ja. Aber man hat sie noch nicht gesehen. Und Sven ist auch jetzt gerade erst raus. Jetzt hat es aufgehört. Ne, Sven, das war ein krosser Schauer vorhin, ne? Einmal kurz. Hallo. Da kannst aber sie zu sagen. Ja. Hui, kam das zu. Von der Nordsee. Alles von Westen.
Aber der Omnisator hat gehalten. Ja. Omnistor oder wie der. Ja, ein bisschen geknickt war, aber ich bin auch nicht ganz ausgefahren am Ende. Nö. Und jetzt ist erstmal hier Coffee Break. Denn etwas Warmes braucht er. Cheerio. 69er Baujahr, leicht werbegeschädigt. Vom Schaufenster am Donnerstag. Schaufenster am Donnerstag. Dün, 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 dün. Wo ich gerade hingezeigt habe, was jetzt so kommt. Das kommt von der Seeseite. Das ist rechte und linke Seeseite. Ja, aber das kommt so. Von rechts ein bisschen so. Von der Nordsee, genau. Guck mal, wie Odin guckt. Und dann Hocker, er will gucken, wo Sven hingeht. Muffin auch. Sven bringt den Müllbügel weg. Und ich stricke hier am Islandswetter weiter. Ich muss ein bisschen Meter machen. Sven findet immer irgendwas. Und wenn das Kabel ist, was er das letzte Mal nicht richtig zusammengerollt hat, dann macht er das. So, ich hatte einen Strangverkauf eben, oder wir vielmehr, und ich habe mir Namen und Anschrift notiert. Den Strang notiert und wenn wir wieder in Hamburg sind, dann schicken wir es los, falls der oder diejenige das jetzt sieht. Falls nicht, wird es dann trotzdem kommen. Also aus dem Shop ist es raus. A Wild Strang. Der Hillside Strangler! Ja, die Straße heißt Osterfeld 1. Das ist so eine Campingwiese hinterm Haus. Das ist in Waldsbühl. Kurz vor Waldsbühl, ja. Und ich will den Tennisball haben. Einmal die Schnitzel-Schlemmer-Art oder Schlemmer-Schnitzel. Dazu sind bitte Kroketten. Ja. Und haben Sie auch einen Caprese-Salat? Tomate-Mozzarella-Salat. Die eben habe ich auch gesehen. So ein Mozzarella hatten die gar nichts da, ne? Ja, schön wäre mit Tomate und Mozzarella. Ja. Bisschen Pesto und Basilikum drauf? Ja. Dressing? Nee, nein. Nee, ich habe ja noch weiter. Dann habe ich noch einen Cheeseburger und zwei Holsten. Ja, ja, ich habe ein Glas hier, dann kann ich mir jetzt ein Glas schenken. Nee, das wär's. Ja. Das ist gut. Wunderbar. Ja. Alles klar. Ja, war. Wo sind? Ja. Alles klar. Wunderbar. Vier. Ja, ja, haben wir uns darauf eingestellt. Alles klar. Vielen Dank. Also, wir sind
Wir, hier stehen zwei Wohnmobile. Wir sind die, die hinten rechts stehen, die Hamburger. Mit zwei Hunden. Man sieht uns auch, wir sind nämlich ziemlich hungrig. Auf jeden Fall. Ja. Jo. Ebenso, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Was willst du denn essen? Was? Lass sie doch. So, Tag 2 jetzt hier in Waldsbühl. Oger Teich Camp heißt das hier. Ich will hoffen, dass der Pizza-Liefer-Service das auch weiß, wo das ist. Wir haben uns nämlich jetzt bestellt. Susanne ist dann jetzt am Pullover stricken. Mein Pullover soll das werden für kalte Campingtage denn. Ja. Und so ist es hier heute. Vorhin ein bisschen geregnet. Eigentlich ganz schön heftig. Aber jetzt scheint wieder die Sonne. Ja. Das gehört halt dazu. Ne? Man muss halt das bei jedem Wetter. Man muss halt beim jedem Wetter klarkommen. So, ich weiß es nicht, was ich sagen soll. Schönen Abend noch. Tschüss. Sieht ja gut aus. Na, also ich habe leider kein Leckerlis mehr da. Ich kriege genug Leckerlis. So, das ist einmal ein extra Salat haben. Ja, oh ja, danke schön, wunderbar. Das ist mein Salat. Ja, genau. Wunderbar. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie sein mal bekommen. 35, 50 mag das sein. Alles klar. Vielen Dank. Schönen Abend. Ja, wir haben Spaß noch. Ja, wenn wir haben. Gestern war gutes Wetter, heute nicht so gut. Ja, du kannst ja nicht. Stunde reingehen, wenn es regnet. Ja, ach, das geht alles. Ne? Damit musst du leben. Hauptsache so, draußen. Ne? Viel Spaß noch. Tschüss. Schönen Abend, danke. So, Lieferando-Vater, Goat Runner, mein Caprese, Kroketten und ein Schlemmerschnitzel und ein Gizi. Wir wünschen allen einen guten Appetit. Yeah. Herrlich. Satt gemuffelt, Essen war sehr gut. Also, falls jemand mal hier auf dem Campingplatz ist oder hier in der Nähe von Handewitt, Goat Runner, können wir sehr empfehlen. Prompt geliefert, kein Formschnitzel oder so, sondern richtige Schnitzel. Richtig lecker. Danke, Goat Runner. Situation spitzt sich zu und ist etwas angespannt. Wissen Sie warum? Zwei Wohnmobile hier und eben kam noch ein PKW mit. Dachgepäckträger, da war ein Zelt drauf. Wir nehmen an, dass er jetzt noch was einkaufen geht und hierher kommt. Und es wird voll. Es wird voll. Aber war jetzt mit zu rechnen. Gehofft haben wir ja immer noch. Aber so, es wird Wochenende. Es ist Donnerstagabend jetzt. Da stehen die zwei. Wir stehen hier quer. Ja. Die Leute wollen am Wochenende an ihrem Zielort sein und machen hier nochmal Zwischenstopp. Es ist nicht einfach so über die Bundesgrenze zu fahren. Da muss man sich drauf vorbereiten. Wir bereiten uns den zweiten Tag schon vor. Ja. Viel mehr Sven. Ja. Wir müssen ja auch mal hier die Lage abchecken, was in der Nähe ist. Oder einigermaßen in der Nähe ist. Wo man denn mal so, wenn man 2-3 Tage mal Zeit hat, hinfahren kann. Das hier sind jetzt 179 Kilometer. Ne? Wenn wir langsam fahren, zu schaffen, dann halt eben 2,5 bis 3 Stunden. Ne? Noch 3 Kilometer die erste Kanne und so, Erblenblick kaputt, einzuplanen. Ja. Und das ist hier zu empfehlen, mal eben schnell her zu rutschen. Ja, nur dann gucken wir uns noch ein, zwei Laden. Und in Dänemark ist es das wäre da auch nicht so toll. Und wenn es wärmer wird, dann wir nordisch frischer Wind. Ich mache hier gerade so Porträtaufnahmen von einigen Wildblumen. Die
gemeine Brombeerhecke, ein Hasel, ein Bächlein. Aber ganz klar das Wasser hier. Und das ist das, was da hinten zu diesem Biotop dann geht. Ja. Und in den See rein. Genau. Jetzt weiß man nicht, ob da hinten auch noch so ein Übergang ist. Ja. Jetzt könnte man einmal um den See gehen. Die sind süß, die Dinger. Die sind überall hier. Die sind super flauschig. Und weg. Oh, ich liebe diese kleinen Fusselteilchen. Oh, Kuschelflausch. Unsere heilige Kuh kommt aus dem Wasser. Naja, was ich dir da gezeigt habe. Hübsch angelegt hier mit den Pflanzen und so. Ja. Auch im Wasser hier. Wasserlilie oder was das ist. Hier war auch ein Pferd oder ein Dinosaurier. Was geht sie, Gassi oder was? Sie schwimmt, Gassi. Aber schneller als wir gehen. Kennt ihr schon den neuen Seehund? Das ist eine neu entdeckte Rasse. So sehen Seehunde aus. Das hat sich schon immer gemacht, wenn wir am Wasser Ja. Nimm mit dem Ball. Udin, guck mal den Ball. Udin, guck mal den Ball. Komm mit, komm her. Komm her. Komm her. Komm. Komm, Seehündchen, komm. Schön, wenn die leichte Brise nachlässt, ne? Wie beknackt. Hier sind jetzt zwei Leute mit Hunde auf dem Platz. Und Udin und Muffin wollten jetzt nicht mit, Sven wollte ihm Müll wegbringen. Und wie sie jetzt eben beide immer geguckt haben, beide so wie Udin jetzt guckt, ne? Und dann immer so den Kopf nach unten und nach oben. Also damit sie auch die Duftmarken in die Nase kriegt, da. Beide immer die gleichen Kopfbewegungen. Witzig, ne? Das sah eh so, jetzt ist es 8:30 Uhr, sagt Sven. Entschuldigung.
Und ganz ehrlich, ich kann gar nicht so schnell stricken. Ich habe echt kalte Finger. So, es ist ziemlich frisch. Gestern Abend war es auch, da hatte ich dann Eisbeine. Heute habe ich dann schon eine wollene Jogginghose an. Jetzt stricke ich gerade schnell an meine Socken, meine Stricksocken. Hier ist die Fersenwand. Und ja, die eine Ferse von der habe ich schon fertig. Da fehlt dann noch das Fußteil. Hier ist die Käppchenferse. Und dann habe ich wunderliche Dänemark-Fliegenpilzsocken. So, ihr alten Nordseekrabben. Ich habe eben noch lecker eine Frühlingssuppe aus dem Becher geschlürft. Ich kann meine Finger wieder bewegen. Wir sind jetzt innenhäusig und haben hier die Heizung angemacht. Es ist mummelig. Und so lernt man das mal schätzen. So ein Becher Frühlingssuppe mit so Fadennudeln drinne. Zu Hause würdest du sagen, dann möchtest du eine Frühlingssuppe mit... nee. Hier, wenn einem kalt ist, das war jetzt nicht wegen Hunger, die hat gleich so durchgewärmt. So bringt ein Camping auch wieder, ne? Back to basics. So, nicht ganz so, aber ein bisschen. Also die war köstlich, weil sie mich so gewärmt hat. Okay, das war Tag 2. Video 2. Gruß. Gruß und Schluss. Nachtrag. Sven, sag nochmal. Den Kuss gibt es, wenn die Lippen wieder aufgetaut sind.